Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Guten Abend. Danke sehr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Kabarett und Kleinkunst im Zelt auf dem Mainzer Lerchenberg. Und ich darf Ihnen wirklich, ich freue mich sehr, dass ich wunderbare Gäste begrüßen darf, denn politisch kann man im Augenblick ja so gut wie gar nichts mehr begrüßen, oder? Ich meine, am ehesten vielleicht noch das wunderbare, vorausschauende und weise Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Einsatz der Bundeswehr im Innern. Da haben ja erstmal viele irritiert reagiert, die üblich Verdächtigen haben gemeckert. Das sind ja die, die immer schon wollten, dass die Soldaten aus Afghanistan und anderen gefährlichen Orten zurückkommen. Ich meine, da muss man sich auch mal entscheiden. Die Soldaten sollen nicht im Ausland kämpfen, die sollen nicht im Inland kämpfen. Ja, was denn nun? Sollen die alle zusammen ein Däumchen drehen und mit dem dadurch produzierten Wind die Energiewende unterstützen oder was? Was meinen Sie, wie frustrierend das ist, wenn Sie Tag für Tag trainieren und selbst unter den größten Optimisten in der tollen Truppe ist die Hoffnung darauf, dass der Russe nochmal kommt, auf den Nullpunkt gesunken? Jetzt haben schon völlig frustrierte Uniformträger vorgeschlagen, dass die Kameraden alle zusammen so lange in die Oder pinkeln sollen, bis sie unter dem Jubel der Bevölkerung wieder Sandsäcke schleppen dürfen. Aber jetzt mal im Ernst. Wir geben 31 Milliarden Euro jedes Jahr dafür aus, dass 196.000 aktive Soldaten da in Kasernen rumlümmeln, die zum Teil nur deshalb noch nicht aufgelöst worden sind, weil die jeweiligen Bürgermeister vor Ort Angst haben, dass ohne diese Kasernen dem Ort entscheidende Kaufkraft verloren gehen würde. Und jetzt habe ich auch begriffen, warum wir maximal 7.000 bis 9.000 Soldaten eigentlich dauerhaft nur im Ausland im Einsatz haben können. Der Rest wird an der Heimatfront dringend gebraucht. Die kämpfen an Wurst- und Käsetheken, an Trinkbütchen und in Eckkneipen für den Erhalt der heimischen Infrastruktur. Der Mensch, auch der Mensch in Uniform, braucht eine Aufgabe. Und dem Steuerzahler ist es inzwischen ja längst egal, aus welchem Fenster seine Gelder geschmissen werden. Der Steuerzahler ist schon froh, wenn das Fenster vorher aufgemacht wird, damit er nicht noch den Glaser bezahlen muss. Und sehen Sie, in diesem trostlosen Alltag der ebenso unterbezahlten wie überflüssigen Vaterlandsverteidiger hat jetzt das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil ein kleines Licht der Hoffnung angezündet. In Zukunft darf die Truppe in ganz bescheidenem Umfang auch im Innern eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn jetzt Terroristen ein Flugzeug entführen und damit drohen, sagen wir mal, das Bundeskanzleramt oder den Bundestag zu zerstören, dann darf die Bundeswehr in Zukunft das Flugzeug immer noch nicht abschießen. Aber sie dürfen es in Zukunft zur Landung zwingen. Zum Beispiel im Bundestag oder im Kanzleramt. Und damit die Fußtruppe nicht völlig verzweifelt, hat man noch da ein ganz kleines Fenster aufgemacht. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Bundeswehr darf im Innern eingesetzt werden, wenn ein unmittelbar bevorstehender Schadenseintritt von katastrophischen Dimensionen droht. Da weiß man auch endlich mal, wozu man oberste Richter hat. Ein unmittelbar bevorstehender Schadenseintritt von katastrophischen Dimensionen. Ahnen Sie, wie lange ich an diesem Text gelernt habe? Ich frage mich bis heute, seit wann die Drogen, die man braucht, um sowas zu formulieren, legalisiert sind, meine Damen und Herren. Jetzt wollen natürlich alle wissen, was ist das? Ein unmittelbar bevorstehender Schadenseintritt von katastrophischen Dimensionen. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht sich nicht festgelegt. Die lassen da der Fantasie weiten Raum. Und ich kenne zum Beispiel Leute, die gehen davon aus, dass schon die Installierung des dauerhaften Euro-Rettungsschirmes ESM einen unmittelbar bevorstehenden Schadenseintritt von katastrophischen Dimensionen auslösen wird. Anderen reicht der spontane Besuch ihrer Schwiegereltern. Oder die Einführung des Ehegattensplittings für homosexuelle Paare. Ich habe ja ein ganz eigenes Katastrophenszenario. Also mein Albtraum wäre ja eine schwarz-grüne Bundesregierung unter Leitung von Angela Merkel. Sehen Sie, die Vorstellung von Merkel und Rot als Gespann, da stößt für mich Alkohol an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Aber
Wir wissen nicht genau, was gemeint ist, wir wissen nicht, was passiert, aber eines ist sicher, der Einsatz der Bundeswehr muss in jedem einzelnen Fall von der Bundesregierung genehmigt werden. Und deshalb ist es schon mal extrem unwahrscheinlich, dass die Bundeswehr jemals gegen diejenigen zum Einsatz kommt, die hier die richtigen Schäden anrichten. Also dann kommen sie ja eher zum Einsatz gegen die Menschen, die unter den Schäden, die die Regierung angerichtet haben, leiden müssen. Da gibt es auch wieder viele Möglichkeiten. Schauen wir nach Griechenland, ein Volk, das uns nur ein paar Jahre voraus ist. Letzte Woche haben in Griechenland wütende Rentner das Gesundheitsministerium gestürmt. Haben sie mitbekommen? Zum Ausgleich dafür, dass man ihnen die Renten um 30% gekürzt hat, dürfen die Rentner in Griechenland nämlich jetzt auch noch ihre Medikamente selber bezahlen. Man sollte alte Menschen nicht zu sehr reizen. Man sollte sie nicht unterschätzen. Sehen Sie, wer unter Altersarmut leidet, hat keine Angst mehr, sich seine Zukunft zu verbauen. Und mit den Rentnern in Griechenland wird doch jetzt nur das ausprobiert, was mit unseren Rentnern in 20 Jahren auch durchgeführt werden soll. Das ist doch ein Testfeld da. Das haben wir doch gerade erfahren dürfen. Dank hochkomplizierter Berechnungsmethoden haben die Experten des Arbeitsministeriums letzte Woche herausgefunden, dass selbst Normalverdiener ab dem Jahr 2030 als Rentner unter Altersarmut leiden werden. Das verdanken wir übrigens der rot-grünen Rentenreform von 2004 haben die schon gemacht. Rot-grüne Rentenreform. Ja, damals wurde die Rente mit 67 eingeführt. Da haben sie alle drüber aufgeregt. Aber im Windschatten der Rente mit 67 haben die das Renteniveau abgesenkt. Auf 43% vom letzten Nettolohn. Und wer konnte denn 2004 ahnen, dass es den Experten im Ministerium schon 8 Jahre später gelingen würde, die geheime Formel zu finden, mit deren Hilfe man ausrechnen kann, was 43% vom Netto bedeutet? Sehen Sie, Prozentrechnung, das ist die Königsdisziplin in der Mathematik. Erst nach Anschaffung neuer Supercomputer haben die jetzt letzte Woche feststellen können, dass 43% von 1600 Euro netto dem entspricht, was ein Hartz-IV-Empfänger hat. Das ist Altersarmut dann. Und dann haben sie durch intensive Recherchen, zum Teil sogar im Internet, haben sie im Arbeitsministerium herausgefunden, dass selbst die Leute, die 2500 Euro brutto im Monat haben, auf nicht mehr als 1600 Euro netto kommen. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass 40% aller Beschäftigten in diesem Land 2000 Euro brutto oder weniger verdienen, dann sieht man noch den unmittelbar bevorstehenden Schadenseintritt vor katastrophischen Dimensionen geradezu vor sich. Das war natürlich nur ein Appetizer, Sie werden Nessie Dawson schon gleich nochmal erleben. Ja, meine Damen und Herren, hatte ich eigentlich erwähnt, dass die Rentenreform von 2004, die Altersarmut verursacht, dass die von Rot-Grün gemacht worden ist? Hatte ich erwähnt. Ja, das kann man aber auch gar nicht oft genug erwähnen, meine Damen und Herren. Also wie man auch nicht oft genug erwähnen kann, dass Rot-Grün damals die Banken dereguliert hat. Können Sie sich noch erinnern, wie stolz Hans Eichel war, als er all die Finanzprodukte endlich zugelassen hat, ohne die die Bankenkrise überhaupt nicht möglich gewesen wäre? Ohne die großen Anstrengungen von Rot-Grün wäre auch die Bankenrettung gar nicht nötig geworden. Man kann auch sagen, möglich geworden. Und wir hätten noch nicht 1 Million Leiharbeiter, wenn Rot-Grün damals nicht die Leiharbeitergesetze so flexibel gestaltet hätte. Ich finde, es ist doch völlig korrekt, wenn Rot-Grün im Herbst endlich wieder an die Macht kommt, damit sie auch die Früchte mal ernten können von der Arbeit, die sie vor 8 Jahren investiert haben. Gleichzeitig liegt mir wieder aus, so wie Schwarz-Gelb jetzt die Früchte der Politik von Helmut Kohl erntet. Die Euro-Krise. Ja, schlecht Ding will Weile haben. Und so wie man schon 8 Jahre nach der Rentenreform von 2004 herausgefunden hat, dass sie zu Altersarmut führt, hat man schon 8 Jahre nach Einführung des Euro herausgefunden, dass eine Gemeinschaftswährung zum Scheitern verurteilt ist, wenn die beteiligten Staaten wirtschaftlich so im Ungleichgewicht sind. Wenn es zu viel Starke und zu viel Schwache gibt. Sehen Sie, wenn es Exportweltmeister gibt, dann muss es auch Importweltmeister geben. Verwelkende Landschaften sozusagen. Schön, wenn man Spuren hinterlässt. Wie Helmut Kohl, Hans Eichel oder Ulla Schmidt. Ulla Schmidt, das ist die Frau, die die Rentenreform von 2004 gemacht hat.
Und weil sie mit der Zerstörung der Rente nicht ausgelastet war, durfte Ulla Schmidt damals auch noch ans Gesundheitssystem ran. Können Sie sich erinnern? Ulla Schmidt, das ist eine Frau, die hatte auch Visionen. Sie hat uns das Begrüßungsgeld beim Arzt geschenkt. Kennst du das? Ja, das war damals genauso. Ein Paradebeispiel für die vorausschauende Politik von Experten, die auch wissen, was passiert. Das wird ja auch der Praxisgebühr genannt. Und damals hieß es, wir führen die Praxisgebühr ein, damit die Deutschen nicht mehr für jedes kleine Zipperlein zum Doktor rennen. Und das hat ja super funktioniert. Ja, nach 3 Monaten haben sie die Ärzteverbände am Jammern gehabt. Sie müssen die Artikel nochmal nachlesen. Nach 3 Monaten gab es Artikel in der Zeitung, die Ärzteverbände jammerten, es kommt keiner mehr, die Deutschen gehen nicht mehr zum Arzt, 1/4 der Kollegen wird pleite gehen. Ernsthaft, lesen Sie es nochmal nach. Sie müssen diese Artikel nochmal lesen, um die wirtschaftlichen Prognosen der Ärzteverbände von heute auch richtig einschätzen zu können. Heute wissen wir, die Deutschen laufen so oft zum Arzt wie nie zuvor. Und zwar nicht trotz Praxisgebühr, sondern wegen der Praxisgebühr. Was ist passiert? Das, was in Deutschland immer passiert. Der Deutsche hat erstmal rumgejammert und gemeckert. Wenn was Neues kommt, meckert der Deutsche. Wissen Sie noch, was hier los war, als die 5-stelligen Postleitzahlen eingeführt worden sind? Da war Weltuntergang. So war das bei der Praxisgebühr auch. Ein halbes Jahr hat der Deutsche rumgemeckert und dann stellt der Deutsche irgendwann fest, ich kann ja nichts dran ändern. Und dann sagt der Deutsche, wenn ich schon einmal im Quartal 10 Euro für den Arzt bezahlen muss, dann mache ich auch all you can Arzt. Und eine solche Entwicklung war natürlich genauso wenig vorherzusehen wie die Altersarmut, meine Damen und Herren. Ich kann zum Glück präzise vorhersagen, wer jetzt auf die Bühne kommen wird. Anni Hartmann. Ja, es gibt zu wenig Frauen, die politisches Kabarett machen, aber es gibt sie. Und Anni Hartmann ist eine von ihnen. Sie hat begriffen, um gute Unterhaltung zu produzieren, da braucht man nicht nur Humor, sondern vor allen Dingen auch eine Haltung. Und mit ihrem Diplom in Volkswirtschaftslehre hat sie bewiesen, dass sie auch noch über Hirn verfügt. Die 3 großen H. Humor, Haltung, Hirn in einer Frau vereint, das macht neugierig, das schauen wir uns an. Hier ist Anni Hartmann. Dankeschön. Hallo, hi. Dankeschön. Hallo. Ich muss sagen, ich kann dem Volker nur zustimmen. Es gibt Dinge, die sind total überraschend, oder? Haben Sie, am Freitag stand in der Zeitung drin, Soldaten sind mit ihrem Beruf unzufrieden. Schau an, wer hätte gedacht, dass Töten auf Dauer nicht glücklich macht? Und gegen geistige Armut kann man ja wenig tun, gegen Altersarmut schon, findet zumindest Frau von der Leyen, ne? Denn Sie haben es mitbekommen, sie plant ja eine Zuschussrente. Zuschussrente für Geringverdiener, also wirklich für alle Geringverdiener. Also für alle Geringverdiener, die 35 Jahre lang ununterbrochen in die Rentenkassen eingezahlt haben. Und der Witz ist schon mal echt gut, ne? Und wenn die dann noch privat vorgesorgt haben, also private Vorsorge ist ja so eine Art Hobby von Geringverdienern. Ja, das muss ein Hobby sein, leisten können die sich das nicht. Und, ja, danke schön. Und wenn die dann also 35 Jahre lang eingezahlt haben und privat vorgesorgt haben und dann im Rentenalter weniger haben als 800 Euro im Monat, dann bekommen die vom Staat den Restbetrag bis 850 Euro obendrauf. Also ich sage da mal so, wenn es wirklich Leute gibt, die 35 Jahre lang eingezahlt haben und privat vorgesorgt haben und als Rentner trotzdem weniger haben als 800 Euro, dann muss man das System an sich überdenken. Aber, danke schön. Aber Mutti Merkel hält natürlich nichts von der Zuschussrente, ist klar. Deswegen wandte sich die Frau von der Leyen gerade so an die SPD ran. Ne? Denn haben Sie mitbekommen, wie die SPD sich aufgeplustert hat bei dem Thema? Ja, ich weiß, beim Gabriel sieht das immer so aus. Aber der Gabriel, das muss man doch sagen, der Gabriel, der hat doch echt Talent, oder? Der Gabriel, der weiß ja immer ganz genau, was die Leute hören wollen. Das weiß der ganz genau. Und dann sagt er das auch. Und so überzeugend, der muss das nicht mal meinen. Und der Gabriel hatte jetzt festgestellt, oh, Zuschussrente, Riesenthema, steige ich ein, ne? Und hat gesagt, ja, wir wollen das auch, aber bei uns müssen die 40 Jahre eingezahlt haben.
Und ich finde es schön, weil jetzt planen ja Uschi und Sigi. Ne? Uschi und Sigi planen schon mal die große Koalition. Ne? Die große Koalition der Weltfremden. Und ich finde ja, was ich toll finde, ist ja, die von der Leyen, das ist eine super Verkäuferin, oder? Ich finde das immer so irre, wie die Sachen verkauft. Bei der klingt das immer so fürsorglich. Haben Sie mitbekommen, wie sie das Bildungspaket verkauft hat? Können Sie sich daran erinnern? Bildungspaket, dieser größte Flop der Hartz-IV-Reform. Das hat diese Irre gemacht. Die stand ja vor jeder Kamera mit ihrem natürlichen Lächeln, ne? Immer so. Die wackelt ja immer so ein bisschen mit dem Kopf. Ne? Fragt man sich, ist sie nicht ganz dicht? Doch, die ist ganz dicht. Man sieht nur, da ist eine Schraube locker. Und bei diesem Bildungspaket, da stand die ja vor allen Kameras und hat dann immer da gesagt so, die Kinder kriegen warmes Mittagessen, warmes Mittagessen, warmes, 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 warmes Mittagessen. Die hat nie Mittagessen gesagt. Die hat immer gesagt, warmes Mittagessen, warmes, 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 warmes Mittagessen. Ja, damit man die soziale Kälte nicht so spürt. Ja. Ja. Weil dieses warme Mittagessen bekommen ja die 10% der Kinder, die zufällig das Glück haben, in eine Schule zu gehen, die überhaupt eine Kantine hat. Und um dieses warme Mittagessen zu finanzieren, hat man das Elterngeld bei Hartz-IV-Empfängern gestrichen. Die bekommen jetzt 300 Euro weniger im Monat. Aber 10 Euro für den Sportverein. Glück gehabt. Ich meine, man muss sich das klar machen. 2/3 aller Einsparungen beim Elterngeld sind erfolgt bei Eltern mit einem Einkommen unter 1200 Euro. Nur 1/3 wurde bei Besserverdienern eingespart. Es sei denn, und das ist der Clou an der Geschichte, es sei denn, die verdienen sowieso schon mehr als 2800 Euro im Monat. Dann bekommen die weiterhin den früheren Höchstbetrag Elterngeld. 1800 Euro im Monat. Klingt unsozial, ist auch so. Schön finde ich ja unsere Familienministerin Christina Schröder, ne? Die hatte ja ein super Argument für diese unsoziale Praxis. Christina Schröder hat gesagt, gerade für gut verdienende Männer muss es weiterhin Anreize geben, in Elternurlaub zu gehen. Ach, Christinchen, das geht doch an der Realität vorbei. Christinchen, sind wir doch mal ehrlich, wer sind denn gut verdienende Männer, hm? Gut verdienende Männer sind Chefs. Und Chefs gehen doch nicht in Elternurlaub. Chefs haben nicht Frau und Kind, Chefs halten sich Frau und Kind. Ja. Persönlich kümmern die sich doch höchstens um ihre Sekretärin. Ja. Wissen einige, wovon ich rede, sind Sekretärinnen da? Na gut, okay. Aber ich meine, wissen Sie, was ich glaube, warum man auf Hartz-IV-Empfängern so viel mehr rumhackt, als man das auf Sozialhilfeempfängern jemals getan hat? Aus Angst. Denn was unterscheidet den Mittelstand vom Hartz-IV-Empfänger? 15 Monate. 3 Monate Kündigungsfrist, 12 Monate Arbeitslosengeld 1. Und wenn Sie einmal in den Fängen vom Arbeitsamt sind, das ist kein Spaß. Deswegen möchte ich Sie jetzt mal bitten, mir in eine Szene zu folgen. Die Szene spielt im Arbeitsamt. Ich möchte vorneweg sagen, oh, da fallen schon die Gläser. Arbeitsamt, der Schrecken der Menschheit. Also ich möchte vorneweg sagen, die Geschichte hinter dieser Szene ist exakt so passiert. Die Szene dazu habe ich mir ausgedacht. Also ich spiele den Fallmanager im Arbeitsamt. So, schönen guten Tag, Frau Falk, Flack, Frack. Naja, ist ja auch egal. Letztendlich sind es für uns ja eh nur eine Nummer. Na, wo drückt denn der Schuh? Immer noch arbeitslos. Aha, aha, aha. Woran liegt's? Ach, Sie meinen, Sie seien zu alt, um einen Job zu finden. Jetzt kommen Sie mir nicht mit so billigen Ausreden. Wie alt sind Sie denn? Ah ja, stimmt, 61, hier steht's ja auch. Ich meine, gut, haben Sie noch 4 Jahre bis zur Rente, ne? Kein Grund, sich auf die faule Haut zu legen. Kennen Sie den? Kommt ein Mann nach Hause, will sich entspannen, auf die faule Haut legen, ist die Alte nicht da, ja? Wie finden Sie nicht lustig? Kein Humor, okay. Macht Sie nicht leichter vermittelbar, ne? Haben Sie sich denn beworben? Überall sagen Sie, aha, aha, aha. Auch als Verkäuferin? Ach, Sie waren Verkäuferin. 40 Jahre lang. Das ist doch super, dann haben Sie doch Berufserfahrung. Wie muss ich das verstehen? Genau das ist das Problem. Oh ja, stimmt, da haben Sie natürlich recht, weil jüngere Arbeitskräfte billiger sind. Ne? Und wenn wir ehrlich sind, auch attraktiver, Frau Frack, nicht wahr?
Ach so, Flack. Ja, und kein Humor hatte ich mir ja auch schon notiert. So, was mache ich denn da mit Ihnen? Was mache ich denn da mit Ihnen? Sind Sie denn bereit, ein Praktikum zu machen? Ist natürlich eine rhetorische Frage. Wenn Sie Nein sagen, kürze ich Ihnen die Mittel. Sie freuen sich auf das Praktikum. Schau an, so viel Antrieb noch in Ihrem Alter. Respekt. Da schaue ich mal, was habe ich denn da für Sie? Lassen Sie sich mal gucken. Ja, hier, habe ich was Schönes für Sie. Praktikum im Kaufhaus Schröpfer. Ach, das sind die, die Sie entlassen haben. Nach 40 Jahren Betriebszugehörigkeit. Weil Sie zu alt und zu teuer waren. Ist ein Ding, ne? Sehen Sie? Dann ist das Praktikum doch die ideale Lösung für Sie. Sie kennen sich aus, kosten kein Geld und so ein Praktikum verjüngt ungemein. Ja. Leider. Leider eine wahre Geschichte der Mutter eines Freundes von mir genauso passiert. Und jetzt gibt es ja Rente mit 67, das heißt, wir können alle mit 66 noch ein Praktikum angeboten bekommen. Dann können wir alle singen mit 66 Jahren, da fängt das Praktikum an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Und neulich war wieder so ein Klugscheißer im Publikum, hat gesagt, ja, das kann ja gar nicht stimmen, das heißt ja auch gar nicht mehr Arbeitsamt, das heißt Agentur für Arbeit. Als ob ein Namenswechsel was an den Verhältnissen ändern würde. Aber gut, Lehrer müssen ja auch irgendwo hin in ihrer Freizeit. Dankeschön. Annie Hartmann, demnächst auch in Ihrem Theater vor Ort. Sagen Sie, waren Sie auch so enttäuscht über die Leistung unserer Sportler in diesem Sommer? Erst dieses kollektive Versagen der Fußballnationalmannschaft im Halbfinale gegen Italien. Und dann bei der Olympiade in London, da stellt sich raus, dass die für die Spitzenleistung notwendigen neuesten Dopingmedikamente für die deutschen Sportler gar nicht finanzierbar sind. Wobei, die Fußballer möchte ich mal in Schutz nehmen, vor allem Jogi Löw. Da hacken jetzt alle drauf rum, aber da muss man doch mal klar sehen, der hat doch nicht freiwillig diese Mannschaft aufs Feld geschickt, die da gegen Italien verloren hat. Das war doch ein Befehl von ganz, ganz oben. Die durften das Halbfinale nicht gewinnen. Das Finale wäre doch in der Ukraine, in Kiew gewesen. Und die alle Politiker in Deutschland hatten gesagt, da wollen wir nicht hin. Wir können uns nicht in der Ukraine auf die Tribüne setzen und jubeln, wenn da ein paar Kilometer vom Stadion entfernt die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Deshalb musste er das Halbfinale verlieren. So besoffen kann der Löw doch gar nicht gewesen sein, dass der freiwillig diese Mannschaft aufgestellt hätte, meine Damen und Herren. Das haben wir der... Das haben wir dieser Julia Timoschenko zu verdanken. Die sitzt ja da im Knast in der Ukraine. Also die liegt, die hat ja Bandscheibenvorfall. Julia Timoschenko ist zu 7 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie als Regierungschefin ihrem Land einen Schaden von 159 Millionen Euro zugefügt haben soll. Und Sie wundern sich, dass die Merkel sich für diese Frau engagiert? Was meinen Sie, was die Merkel für einen Schiss hat? Nehmen Sie mal allein diese durchgerösteten Fässer da in der Asse, diese Atomfässer. Das hat die Merkel doch genehmigt damals. Die Umweltministerin Angela Merkel hat diese Asse genehmigt. Das soll jetzt 16 Milliarden Euro kosten, die Schäden da zu reparieren. 16 Milliarden Euro Schaden. Wissen Sie, wie lange die Timoschenko dafür liegen müsste? Nun kann die Merkel zumindest beruhigt sein. Eine Sorge braucht sie nicht haben. Sie kann keinen Bandscheibenvorfall kriegen. Sie hat ja kein Rückgrat. Das hat sie mit ihrer jüngsten Reise nach China wieder eindrucksvoll bewiesen. In die Ukraine wollte keiner. Aber das halbe Kabinett war dabei, als in China Geschäfte gemacht wurden. Und die Topmanager der deutschen Unternehmen waren natürlich auch dabei. Ja, sind sie in der Ukraine? Da werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. In China werden sie handmassiert. Hat die Ukraine bei uns schon mal einen Airbus gekauft? Hä? Sehen Sie, China hat 50 Airbusse gekauft. Und wer Airbusse kauft, der darf in diesen Airbussen dann auch die politischen Gefangenen entlagern. Wenn es um die Wurst geht, da hört selbst für Vegetarier der Spaß auf, meine Damen und Herren. Und Solidarität und Freundschaft ist was Wunderbares, solange es nicht um unser Geld geht.
Bei uns geht der Spaß aber jetzt weiter. Denn wir werden jetzt ein Gesicht zu sehen bekommen, das noch völlig unverbraucht ist in der großen Kleinkunstfamilie. Markus Barth ist auf dem besten Weg, sich einen Namen für intelligente Unterhaltung zu machen. Also er ist quasi dabei, den Namen Barth zu rehabilitieren. Schon die Titel seiner Bücher und Programme finde ich herrlich hier. Der Genitiv ist dem Streber sein Sex. Oder das neueste Buch heißt Mettwurst ist kein Smoothie. Sowas macht doch neugierig. Und die Presse schreibt, er sei ein hintersinniger Geschichtenerzähler und verfüge über ein hervorragendes Timing. Und heute ist er bei uns. Bitte begrüßen Sie Markus Barth. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, mein Name ist tatsächlich Markus Barth. Bei dem Nachnamen klären wir die wichtigste Frage doch gleich zu Beginn. Nein. Weder verwandt noch verschwägert. Ich sag's jetzt immer gleich, weil kürzlich hat mich jemand gefragt, ob das denn ein Künstlername ist. Ja, natürlich. Eigentlich heiße ich Markus Mittermeier. So, aber ich habe heute ein kleines Jubiläum zu feiern. Ich bin nämlich zum 10. Mal daran gescheitert, Vegetarier zu werden. Ja, ich habe schon so oft probiert, mir kommt jedes Mal was dazwischen, meistens Fleisch. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, du kannst die Selleriescheiben so oft panieren, wie du willst. Ja, machen wir uns nichts vor. Es gibt 1000 gute Gründe, Vegetarier zu werden, oder? Platz 1 bis 900 belegt schon Wiesenhof. Oder letztes Jahr der Dioxin-Skandal. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Da wurden Tiere mit Maschinenfett gefüttert. Da frage ich mich, wie kommt man denn auf sowas? Stehen die Bauern da nebeneinander auf dem Hof und sagen, hier, hör mal, Jupp, dein Huhn, das läuft nicht rund. Mach doch mal ein bisschen Fett dran, so. Nein, ich bewundere es wirklich immer, wie gekonnt wir uns alle selbst belügen, wenn es ums Thema Fleischkonsum geht. Ja. Wir kaufen Schweinehack für 1,50 bei Penny und wundern uns dann, wenn das nicht von einer handgestreichelten Wellnesswutz kommt. Ja, und deswegen habe ich großen Respekt vor Vegetariern, wirklich. Großen Respekt. Wo es bei mir so ein bisschen aufhört, sind Frutarier. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, das gibt es tatsächlich. Das sind Menschen, die nur Dinge essen, die die Natur freiwillig hergegeben hat. Gibt es wirklich? Also zum Beispiel Äpfel, die der Baum freiwillig hergegeben hat. Und da frage ich mich doch, woher wisst ihr denn, dass der Baum das freiwillig hergegeben hat? Kann auch starker Wind gewesen sein. Ja, ja. Und dann steht der Baum da und denkt sich, no. Scheiße. Wie kriege ich denn jetzt den Apfel wieder hoch? Der war noch gar nicht fertig. Kommt so ein Frutarier und frisst das auch noch weg? Das ist doch gemein, oder? Ein Freund von mir versucht jetzt nur noch Fleisch von glücklichen Tieren zu essen. Das ist auch ein bisschen schwierig, oder? Was ist denn glückliches Fleisch? Kindermortadella mit Gesicht? Und überhaupt, ist es wirklich in Ordnung, glückliche Tiere zu schlachten oder sollte man nicht lieber die Unglücklichen? Ja, ich. Frag ja nur. Gut, ich bin erblich vorbelastet, ich komme ursprünglich aus Franken, bei uns gibt's immer Fleisch. Morgens, mittags, abends Fleisch, gekochtes Fleisch, gesottenes Fleisch, noch lebendes Fleisch, es gibt immer Fleisch. Ich sag mal so, wenn ich ein Schwein wäre, würde ich meinen Jahresurlaub nicht unbedingt in Franken verbringen. Auswärtige sind auch immer ganz überrascht, wenn sie im fränkischen Restaurant den Kellner fragen, Entschuldigung, was gibt's denn zum Schweinebraten dazu? Messer und Gabel. Gott, was war das für ein Drama, als irgendwann mein Bruder nach Hause kam und gesagt hat, Mama, Papa, ich bin jetzt Vegetarier. Meine Mutter hat angefangen zu heulen. Mein Vater hat mit 2 Nürnberger Rostbratwürsten einen Exorzismus durchgeführt.
Weiche Tofu. Aber was machst du da als Bruder? Gut, ich habe die Gelegenheit genutzt, habe direkt mein Coming-out hinterhergeschoben. Ach, und ich bin übrigens schwul. Wen interessiert denn das? Dein Bruder isst kein Fleisch mehr. Ja, das ist lange her. Ich habe jetzt auch einen Freund. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Das entspricht umgerechnet ungefähr 70 Hetero-Jahren. Immer mal 7, kennt man. Und deswegen haben wir kürzlich auch geheiratet. War ja schon damals ein verlockendes Angebot 2001, als der Staat auf einmal zu uns gesagt hat, hey, hört mal, ihr Schwupsis, ihr dürft jetzt heiraten, ihr dürft es nur nicht so nennen. Aber immerhin, ihr dürft aufs Standesamt und müsst nicht auf die Kfz-Zulassungsstelle. Ist das was? Und alle Schwulen so, yeah, aber was ist denn mit unseren Rechten? Na, jetzt werdet mal nicht frech. Ja, es ist jetzt gerade im Sommer, hat unsere Regierung Anträge auf die Gleichstellung der Homo-Ehe abgelehnt, unter anderem mit der Begründung, sie wären schlampig gemacht. Ganz ehrlich, ich werde lieber schlampig gleichgestellt als ausgefuchst diskriminiert. Gut, aber in Amerika ist alles noch viel schlimmer, ja? Da haben jetzt die Muppets die Zusammenarbeit mit einer Fast-Food-Kette beendet, weil deren Sprecher gegen die Homo-Ehe ist. Ist schon bezeichnend für ein Land, wenn ausgerechnet Handpuppen das meiste Rückgrat haben, oder? Ja, aber in Deutschland ist auch nicht alles Gold. Ja? Ich erinnere mich, ich war auf einer Party und habe einen Zeitschriftenredakteur kennengelernt und habe dem von meiner Hochzeit erzählt. Er guckt mich an und sagt, Sie haben einen Mann geheiratet? Haha, das ist ja lustig. Und wer war die Braut? Ja, ich habe nicht geklatscht. Jetzt behaupten wieder viele konservative Kritiker, die Homo-Ehe bedroht die traditionelle Ehe. Und da muss ich jetzt mal sagen, das stimmt natürlich. Ja. Mein Mann und ich, wir bedrohen regelmäßig die traditionelle Ehe. Das ist so ein Hobby von uns. Gott, wie oft lagen wir schon samstags in einem Gebüsch, haben darauf gewartet, dass ein traditionelles Ehepaar an uns vorbeikommt. Und dann rufen wir immer sowas wie, gleich haben wir euch. Und wenn wir euch erwischen, oh. Das ist bedrohlich halt. Jetzt hat der Papst auch noch behauptet, die Homo-Ehe bedroht die Zukunft der Menschheit an sich. Aber da muss ich jetzt mal sagen, das wird mir allmählich zu viel. Wann soll ich das denn noch machen? Ja, Entschuldigung, ich muss ja auch noch Golden Girls gucken und die Jugend verderben. Ich komme zu nichts mehr. Daheim stapelt sich die Wäsche. Aber ich sage Ihnen was, ich bleibe Optimist. Ich bin optimistisch durch und durch. Ich bin fest überzeugt, dass die Homo-Ehe irgendwann absolut gesellschaftliche Normalität wird. Und ich sage es Ihnen auch warum. Kürzlich ruft mich meine 80-jährige Tante an und gratuliert mir zum Hochzeitstag. Eine 80-jährige Frau, die weiß Gott in einer anderen Zeit aufgewachsen ist, ruft mich an und sagt nicht, herzlichen Glückwunsch zur unfallfreien Fahrgemeinschaft. Nein, sie sagt, alles Gute zum Hochzeitstag. Und da denke ich mir, wenn das eine 80-jährige Frau schafft, dann haben die anderen ja noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank.